Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen DPL-Spieltag. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen. Okay, ich habe heute die Kamera gespiegelt. Ich glaube, es sollte alles passen diesmal. Sodass ich zum Screen hinschaue. Ist jetzt scheinbar, glaube ich, richtig, so wie ihr das gefragt habt. Wir spielen heute gegen Kusha, aka Hydronic. Ist ein toughes Matchup. Okay, also es ist wirklich nicht ohne. Ich glaube, bisher mit eins der schwersten, die ich überhaupt hatte. Ich bin gespannt. Ich rechne auf jeden Fall mit so Pokémon wie Starmie oder Therapentra, sind super gefährlich. Falls ihr sein Team sehen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie ihr unten in der Videobeschreibung auch mein Team findet. Aber ich gehe trotzdem noch schnell durch. Wir haben Choice Band Rhyperia mit EQ, Stonehenge, Ice Punch, Iron Head. Wir haben ein Rocky Helm mit Ferroform, mit Leech Seed, Seraphrox, Protein und Power Whip. Wir haben ein Papa Berry, Zygarde mit Dragon Dance, Substitute, Thousand Arrows und Extreme Speed. Und wir haben, wir haben Mega Beedrill mit U-Champ, Poison Jab, Drillbun und Knockoff. Wir haben Black Sludge, Tentacruel, Cruise, Scald, Sludge Bomb, Rapid Spin, Ice Beam. Und wir haben Mago Berry, Memento, U-Turn, Psychic, Toxic, Uxie. Es ist sehr spät, wir haben einfach 2:30 und ich habe echt wenig geschlafen. Also 2:30 nachts und ich habe echt wenig geschlafen. Ich hoffe, das beeinflusst mich nicht zu sehr. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn noch gar nicht länger warten. Starten in den Kampf und let's go. Auf ein gutes Match. Okay. Er hat Duklis nicht mit, das freut mich. Und er hat Kramchef nicht mit. Donarion ist okay. Ja, mit Bisbug und Brokkolos habe ich sowieso nicht gerechnet. Und ich bin ganz ehrlich, vor einem Pokémon, vor dem ich sehr viel Angst habe, deswegen glaube ich auch, dass es mit hat, ist Choice Scarfed Starmie. Ist nicht, es klingt im Normalfall eigentlich richtig schlecht, aber gegen mein Team ist es echt gut, deswegen rechne ich damit sehr stark. Wenn er damit liegen sollte, habe ich mit allem ein schlechtes Matchup, außer mit Selfie. Sein Stealth-Rock-Leger ist Scorgo. Wäre auch doof, wenn er mit Scorgo leadet, bin ich ganz ehrlich. Genauso wie ist es doof, wenn er mit Therapendra leadet. Hier aber trotzdem mit Uxie. Okay, er lädt mit Vikavolt. Das ist voll in Ordnung. Wir sind komplett speziell defensiv. Ich werde ja auch direkt... Oh nee, ist es... Er hat Käfer gebrummt, alles cool. Aber alles in Kontrolle. Nehmen wir ihn einfach für U-Turn. Wir sollten schneller sein, außer er ist Choice Scarfed. Und dann würde ich den Hit nehmen. Aber ansonsten kann ich direkt scouten, ob er drin bleibt, ob er rauswechselt. Und kann dann dementsprechend agieren. Vikavolt auch sehr gefährlich. Aber ich habe auf jeden Fall Antworten, gerade mit Rhyperia. Ist auf jeden Fall noch bad. Okay, bleibt drin. Gehe ich in Rhyperia raus. Ich habe eigentlich gar nicht so extrem viele Wahlen. Wie viel macht denn... ich muss ganz kurz noch mein Team im Dings einspeichern, im Calculator. Da mache ich das eben noch ganz schnell. Und zwar ist meine Frage, wie viel macht so ein Vikavolt? Ah, hier seht ihr jetzt die ganze Zeit Dings. Vikavolt, Choice Bag, sagen wir mal. Alter, Bugbus kann einfach killen. Alter, das Ding ist so gefährlich, ne? Wenn ich in Ferrothorn rausgehe, ist man auch viel zu viel. Viel zu viel. Zygarde. Auch viel zu viel. Ich gehe trotzdem Rhyperia raus. Er geht für Tibut. Oh. Puh. Okay, alles gut. Und er leftet. Okay. Schade. Aber sollte, denke ich, er sollte, denke ich, gleich wieder zurückkommen. Hat er einen Stonehenge-Switch? Eigentlich gar nicht. Also Choice Band auf jeden Fall nicht. Hier auch einfach direkt. Er hat gerade seinen Avatar geändert. Ich gehe einfach für Stonehenge. Instant. Ich hoffe, dass ich treffe. Gegen egal, was rein, was, ob er irgendwas rauswechselt oder sonstiges. Wir sollten schneller sein, außer er hat Speed Investment. Und nee, er kann auch so schneller sein. Die Frage ist, aber Energy Ball killt es, wenn er nicht Choice Bags ist? Kann es. Ich gehe aber trotzdem für Stone Edge. Weil ich mir vorstellen kann, dass er Angst hat, dass ich Speed Investment habe. Ich hoffe, dass er gleich wieder zurückkommt. Okay, angeschrieben, obwohl scheint auch so zu gehen. Okay. Wieder auf den Kampf fokussieren. Nicht davon aus der Ruhe bringen lassen. Und ja, wie gesagt, wir gehen für Stonehenge. Jay draußen, Skorko. Das wird so viel Schaden machen. Auch noch ein leckerer Crit. Das war nice. Und ja, wir gehen einfach nochmal straight für Stonehenge. Aber ich glaube, zwei Stonehenge sollten auch, hätten auch gegen Skorko ausgereicht. Wobei mit Toxic Orb und so, I don't know. Wobei er kann für Ruheort gehen. Ich gehe trotzdem für Stonehenge.
bleibt trotzdem mal straight off the Stone Age. Hat auch eine hohe Crit-Chance, ne? Ist natürlich schön für mich. Kann man nichts gegen sagen. Und auch letzte für ihn. Aber wir bleiben auf jeden Fall. Er geht Roost. Und Stone Edge trifft. Okay, der hat 30%. Okay, die macht echt wenig. Ich habe mit mehr gerechnet. Ich gehe raus in Ferrothorn. Oder? Ja, ich gehe raus in Ferrothorn. Aid for Roost, ist okay. Und wir gehen einfach straight für die Seeds. Sollte, denke ich, passen. Er geht raus in Flambirex. Alright. Gönne ich mir einen Protect? Ich gönne mir einen Protect. Ich will wissen, ob er sich vielleicht in irgendwas lockt. Okay. Könnte sein, dass er sich in Flare Blitz lockt. Und wir gehen in... Wie viel bekommt Rhyperia von einem... Wer ist Flambirex? Heißt Flambirex? Nee, nicht Torterra. Flambirex heißt... Alle meine Pokémon sind noch voll, merke ich gerade, ne? Ember, stimmt, Ember was. Wallbreaker, ja, Trisband. Flare Blitz macht einfach gar nichts. Den Superpower können wir sogar noch tanken. Ich denke halt, dass er rauswechselt. Ach, ich gehe raus in... Oh, Will-O-Wisp. Oh, starke Runde von ihm, okay. Ich gehe für Ice Punch. Ich predikte hier straight Skorgro. Ist jetzt nämlich super ärgerlich, aber ich denke, er wird einfach straight in Skorgro rausgehen und auf Skorgro werde ich dann trotzdem Schaden rausbekommen, ja. Zack, das ist schöner Schaden. Gehe ich nochmal für Ice Heap? Ich gehe nochmal für Ice Heap. Okay. Er wechselt raus, geht raus ins Starmie. Ist okay, ich nehme den Damage. Freeze? Na, okay, schade. Ja, ich nehme den Damage, das ist in Ordnung. Ja, gegen Starmie habe ich auf jeden Fall Yuxie. Er könnte eventuell sowas wie Szene beim Spielen oder so, aber wir sind komplett speziell defensiv. Das sollte absolut passen. Aber Skorko haben wir jetzt auch schon mal runter auf 52% gehauen. Das heißt, das war schon mal ziemlich gut. Ich hätte einen Double wagen können und auf den Ice Punch eigentlich viel rauswechseln können. Aber okay, geht für Ice Beam. Kein Freeze. Und er ist live up. Er ist nicht Choice Scarfed. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Wir gehen einfach straight für U-Turn. Vika Volt kommt rein. Haben wir sehr viele Optionen jetzt. Das gefällt mir. Killt Mega Beedrill. Was ist sein Poison Jab Switch? Ah, er hat Dings. Er hat Sierra Pendra. Das gefällt mir nicht. Ich werde es aber, glaube ich, trotzdem machen. Obwohl. Ist eigentlich nicht gut. Zygarde killt, glaube ich, nicht, ne? Zygarde gegen Vikavolt. Je nachdem, was er für ein Set ist, wenn er Choice Bags ist. Der macht mir halt so viel Schaden dann, den ich halt eigentlich gar nicht auf Zygarde drauf haben will. Er ist wieder geleftet. Oh. Okay, ist wieder gejoint. Hier wieder raus zum Rhyperia. Und gehe für Stone Edge. Ja, ich gehe für Stone Edge. Auch wenn er potenziell ein Skorgro raus. Ja, ich gehe für Stone Edge. Ist okay. Ich nehme den Damage und falls ein Skorgro rausgeht, kann ich rauswechseln und dann wieder neu adaptieren. Okay, geht raus in Starmie. Das ist schöner Schaden. Und er stirbt jetzt am Life-Orb-Recoil. Das heißt, er wird hier für die Wasserattacke gehen. Safe, deswegen gehe ich raus in Ferrothorn. Er wird safe für die Wasserattacke gehen. Also entweder für die Wasser- oder die Psycho-Attacke. Aber ich denke, dass er hier wieder safe predicten wird. Deswegen wird er für die Wasserattacke gehen. Ich glaube nicht, dass er mit Tentandel rechnet. Wirklich nicht. Weil er hat gesehen, dass Selfie komplett speziell defensiv ist. Und ich bin froh, wenn das Ding einfach an dem Life-Hop stirbt. Recover. Oh, okay. Ist in Ordnung. Power Whip? Nee, wir gehen für Leech Seed. Er könnte HP 5 spielen, wir gehen trotzdem für Leech Seed. Ist in Ordnung. Ah, spielt er einfach Recover. Wäre ich einfach nochmal für Staunch gegangen, wäre einfach tot gewesen. Aber hätte ich nicht, ja doch, hätte ich eigentlich riskieren können. Weil ich hätte meinen Burnt Rhyperia opfern können für Starmie, weil Starmie ist viel zu gefährlich. War ein Misplay von mir. Weil er wäre dann entweder gestorben, weil er Recover drückt, oder er wäre dann durch Life-Up gestorben. Und mein Rhyperia, mein geburntes Rhyperia wäre. Wobei Rhyperia macht auch so gerade noch sehr viel Work, obwohl es geburnt ist, aber es wäre möglich gewesen. Okay, geht raus in Vika-Volt. Hier nochmal für Protect.
Die Pokémon sind so langsam alle ein bisschen angeschwächt und er geht für Roost. Ah, oh, der spielt auch noch Roost drauf. Ich gehe einmal für die Rocks. Der wechselt mir hier zu viel raus. Ich will die Rocks draußen haben. Ah, ja. Das sollte, denke ich, passen. Bugbuzz. Oh. Okay, ist nicht Choice Bags. Der macht mir sogar ziemlich wenig Schaden. Ich gehe mal für Protect. Ha. Und er geht für den Power Fire. Okay. Gut zu wissen. Ich gehe in Rhyperia raus. Und er geht für Roost. Ist okay. Und wir können jetzt hier Ice Punch drücken. Der wird raus ins Skorko gehen, oder? Der geht raus ins Skorko. Ich gehe für Ice Punch. Safe. Wir haben auch gesehen, er hat gar nicht so viel gegen uns. Also wir können ja eigentlich schon safe für Ice Punch gehen. Sollte, denke ich, glaube ich, ein guter Play sein. Ja. Sollte, denke ich, passen. Der wird safe ins Skorko rausgehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er was anderes rausgeht. Wenn Skorgro sehr obvious ist und so weiter und so fort, aber ich denke, Skorgro ist hier einfach das, was ich am ehesten sehe. Komm schon. Wenn er drin bleibt, ist okay. Bugbuzz ist der stärkste, womit er uns hitten kann und der ist nicht Choice Backs oder so. Und dann können wir uns auch mit Leech Seed wieder ein bisschen gegenheilen und so. Das ist okay. Und wir kriegen mit Ice Punch auch noch gut Schaden auf Wickerball drauf. Das heißt, da mache ich mir. Okay, geh nochmal für Roost, ist in Ordnung. Er sieht, dass ich mich darin locke. Aber wir heilen uns halt nochmal. Das ist halt so gut. Was ist seine Antwort? Flambirex wahrscheinlich, ne? Ich gehe noch für Ice Punch. Er geht draußen Starmie. Starmie kriegt aber auch ganz guten Schaden. Oder halt nicht so, aber ein bisschen was ist es trotzdem. Er wird für Recover gehen. Wir gehen in Ferrothorn. Ja, sollte, denke ich, passen. Ja, er geht für Recover. Und wir gehen wieder für Leech Seeds. Und er geht draußen Flambirex. Ist okay. Leech Seeds treffen, passt. Wir gehen für Protect. Oder geht er raus in Skorko? Der geht raus in Skorko. Ja. Ich gehe raus in Tentacruel. Ja, ich gehe raus in Tentacruel. Mit Tentacruel habe ich das beste Matchup, sowohl gegen Skorko. Aber wobei. Nee, der wird kein Speed auf Skorko spielen. Okay, geht einfach für Flareblitz. Ist in Ordnung. Wir haben Speed auf jeden Fall aus Stress Scarfed, aber dann killt er uns nicht. Ich gehe einfach für Scald. Ja, ich gehe einfach für Scald. Ja. Oder? Ja, doch, machen wir. Oder wäre Sludge Bomb klüger? Nee, Scald passt. Scald ist gegen die meisten Pokémon von ihm gut, außer gegen Starmie, aber ja, Star. Ah, wohl. Ja, nee. Scald ist okay. Ja, damit geht das erste Pokémon dann auch mal down. Er schickt Serpentra rein. Davor habe ich so viel Angst. Aber wir haben Zygarde. Ich gehe mal für Scald. Er geht für SD. Scald macht guten Schaden, wir gehen nochmal für Scald. Der wird uns wahrscheinlich dann rausnehmen, aber Extreme Speed von Zygarde killt dann. Und ich habe vor dem Ding zu viel Angst. Da bin ich froh, wenn ich das einfach weg habe. Scald hat guten Schaden gemacht, ist okay. Wenn er EQ spielt, nimmt er uns einfach raus. Und dann kann ich ihn danach mit E-Speed mit Zygarde killen. Das passt. Bin ich fein mit. Geht für den Z-Move. Ist okay. Wir gehen in Zygarde und drücken E-Speed. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube nicht, dass er sich das aufsparen will. Ich wüsste auch nicht, an was er rausgehen will, jetzt auf den E-Speed. Und damit kriegen wir Serpentra da und das ist richtig wichtig. Zygarde ist hier sowieso super gefährlich für ihn. Ich weiß jetzt nicht, was er da jetzt reinschicken will. Starmie könnte ich mir vorstellen, aber gegen Starmie habe ich halt Antworten, was ich halt einfach reinschicken kann. Ja. Okay, bisher einen Missplay gemacht, aber es läuft noch ganz gut. Altaria. Wie viel macht Altaria mir? Zygarde gegen Altaria Mega. Return killt nicht. Was, wenn er Schallwelle spielt? Altaria. Achso, das war normales Altaria. Hä, what the fuck? Moment. Mega Altaria. Ist eine Roll wahrscheinlich und ich kann ihm schon echt viel Schaden machen. Auf plus 1 kann ich ihn sogar killen. Ich gehe mal für Dedans. Ich für Fireblast. Oh, und der Mist. Oh, okay, der hätte auch nicht viel Schaden gemacht, wenn er getroffen hätte. Und wir können jetzt safe für 1000 Arrows gehen.
killt nicht ganz, er geht für Hyper Voice, das macht einfach, bringt uns runter auf die Papa Berry, das ist perfekt und wir können hier nochmal für 1000 Arrows gehen. Kriegen den Kill auf Zygarde, auf Altaria, das ist super wichtig und ich glaube, Zygarde kann es jetzt hier gewinnen. Er geht draußen Starmie, wir wissen, dass er nicht Choice Scarf ist, wir gehen für 1000 Arrows. Das killt, schön. Skorgo könnte Ice Fang haben. Vika wollt killen wir mit 1000 Arrows. Ärgerlich, aber GG. Ich schreibe ungern GG, wenn ich noch nicht weiß, was passiert. Aber ich wüsste, wenn er Fire Blast getroffen hätte, hätte Hyper Voice dann gekillt. Ich weiß es nicht genau. Da kann ich halt mal auf 1000 Arrows gehen. Macht keinen Unterschied. Ich weiß auch nicht, warum er Skullcrawl setzt. Ja, es wird wahrscheinlich nichts gegen mich haben können. Und 1000 Arrows und damit gewinnen wir 5:0. Sehr, 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 sehr nice. Jetzt geht Marius immerhin in Platz 1 auf der KW-Rangliste mit Lando. ja gut, damit gewinnen wir 5:0. Das war ein wichtiger Win, damit wir noch in die Playoffs kommen. Und damit holen sich die Soul Stealer wieder einen neuen Win. Playoffs soll damit so gut wie drin sein. Okay, ist schon geliftet. Sollen damit so gut wie drin sein. Ich habe trotzdem nächste Woche noch einen Kampf gegen Conficanto. Und den muss ich, glaube ich, auch noch gewinnen. Je nachdem muss ich schauen, wie die Tabelle sich entwickelt. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Wir können sogar Dritter werden an dem Spieltag. Ist ganz cool. Alright, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das ein positiver Wert. Und da, wir nehmen einen weiteren Win mit nach Hause. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.